Hi Leute, willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Ich habe mich hier ein bisschen im Menü umgeschaut und habe da unten auch die Kartenfunktion gefunden, auch wenn das da oben nicht so gut hingeschrieben wurde, damit wir das ein bisschen kontrastreicher schreiben können. Aber Kaskadenland, Land der Wasserfälle und natürlichen Schätze. Wir sind in den Fossilfällen, ein Paradies für Hobbyarchäologen. Hier gibt es steinscheibenförmig, oder ist die Währung zumindest die steinscheibenförmig. Hier gibt es eine Durchschnittstemperatur von 29 Grad. Und die Topografie ist eher begrenzt und steil. Dichte können wir keine Angaben machen. Einheimische gibt es wohl auch keine. Und die Industrie gibt es auch irgendwie keine. Hier sind Wasserfälle vom Himmel, Natur im Gleichgewicht. Ihr könnt euch das gerne durchlesen, wenn ihr wollt. Das lassen wir jetzt mal. Ansonsten kann man zu den Punkten hier auch schnell reisen, wie ich das gesehen habe. Dann gibt es hier noch ein paar interessante Informationen, wie zum Beispiel zum T-Rex, zu dieser komischen alten Mauer. Aber auch zu der antiken Konstruktion, nämlich dem Raumschiff. Also die wichtigsten Sachen sind hier. Das Reiseland in drei Punkten. Dramatische Wasserfälle sind ein Fest für die Sinne. Bestaunliche Dinosaurier, die Herrscher einer längst vergangenen Ära. Und Schätze der Vergangenheit warten überall darauf, entdeckt zu werden. Außerdem gibt es hier auch die Liste, die ich gemeint habe. Nämlich gibt es wahrscheinlich 25 Powermonde. Das heißt, wir haben noch eine ganze Menge nicht gefunden. Unter anderem auch die versteckte Kluftpassage. Von den ersten 15 haben wir bislang einen noch nicht gesehen. Also es gibt wohl noch ein drittes Tic-Tac-Turnier, aber ich gehe mal davon aus, dass es einfach noch ein komplett neues Gebiet gibt, in dem wir bislang noch nicht waren. Hat vielleicht auch was mit dieser komischen Insel zu tun, die wir da gesehen haben. Auf jeden Fall, irgendwo sollte es hier noch 10 weitere Powermonde geben, also 11 sogar insgesamt. Das heißt, kein Wunder, dass uns noch 4 von diesen lila Dingern fehlen. Jetzt machen wir aber erstmal das, was das Spiel uns sagt, nämlich wir aktivieren das Raumschiff und gehen ins nächste Land. Somit haben wir jetzt 16 Powermonde schon gefunden. Eigentlich nur 14, aber einer zählt als 3, dementsprechend haben wir 16. Und damit ist die Odyssey funktionstüchtig. Das Bowser-Schiff. Wir haben genügend Energie, um ins Wüstenland zu reisen. Dann wollen wir mal die Schwester und Peach retten. Möchtest du ans Steuer? Ist ganz einfach. Wähle Wüstenland, drücke A und schon geht's los. Jo, wir haben aktuell Hutland, Kaskadenland und Wüstenland. Also ab ins Wüstenland. Das ist ja zusammen mit New Donk City die beiden Welten gewesen, die gleich am Anfang vorgestellt wurden. Also ein Land, was man schon am längsten kennt, was ja auch auf der E3 relativ ausführlich gezeigt wurde. Zumindest der Anfang der nächsten Welt. Daher kenne ich die nächste Welt und New Donk City schon etwas ausführlicher als alles andere. Allerdings habe ich mich ansonsten von Trailern und Co. ferngehalten. Und von Gameplay-Szenen von irgendwelchen anderen YouTubern, die schon vorher in Pre-Events die Chance hatten, was zu spielen. Weil ich das Spiel wirklich komplett blind erleben möchte. Oder fast komplett blind. Natürlich, wenn ich jetzt ein bisschen was habe, habe ich gesehen. Aber zu viel spoilern wollte ich mich auf gar keinen Fall. Was ich jetzt eben kurz vergessen habe zu zeigen, in dieser Listenfunktion, wo wir eben die Powermonde gehabt haben, machen wir gleich nochmal schnell. Gab es noch zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel die Capture-Liste oder Capture-Liste? Ich hab keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Das ist irgendwie eine Mischung aus Cappy und Capture. Das ist ja irgendwie auch Capture, keine Ahnung. Na, wie gefalle ich dir jetzt, Kapitänsmütze? Ganz schön fesch, oder? Also, wo waren wir stehen geblieben? Das Ungeheuer schimpft sich Bowser, richtig? Gut, mit der Odyssey holen wir ihn in 0, nichts ein. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp Stampfattacke. Mit den Blöcken oder Gegnern unter dir, mit Blöcken oder Gegnern unter dir oder Bodenunebenheiten fertig zu werden, geht nichts über die Stampfattacke. Drücke Z alle in der Luft und mit Hilfe einer Stampfattacke alles unter dir zu pulverisieren. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Falls du mal was nachschlagen möchtest, kannst du jederzeit einen Blick in die Anleitung werfen. Okay. Ja. Das ist schön. Ach ja, stimmt, genau. Zusammen, das habe ich schon wieder was vergessen, zusammen mit New Donk City und dem Wüstenland ist natürlich auch die Welt da unten, diese komische Polygon-Kochinsel da noch vorgestellt worden. Das sind da rechts die drei Bilder, sind tatsächlich die drei Welten, die von Anfang an verfügbar wurden. Und der Dinosaurier wurde dann hier auf dem E3-Trailer gefeatured. Das heißt, die vier Welten sind auf jeden Fall die bekanntesten bislang, damit hier auch im Menü schon gefeatured. Du kannst jederzeit das Menü mit Plus öffnen und die Anleitung auswählen. Schauen wir doch mal, was hier über das Wüstenland steht.
Wie der Name vermuten lässt, ist es von Sand bedeckt und wohl auch ziemlich heiß. Dort gibt es Ruinen zu sehen und jetzt kommt den sogenannten Ring der Einheit. Der bindet Leute wie ein Ehering. Dieser Bowser klingt ja ganz nach jemandem, der eine kostbare Antiquität für seine Scheinhochzeit stehlen würde. Alles klar, deswegen ist Bowser also dort. Er will Peach an sich binden. Wüstenland, Brutzelebene. Obwohl es hier so angeblich so heiß sein soll, ist hier komischerweise diese ganzen Eisblöcke, die aus dem Boden ragen. Oben auf dem Ruinenturm, aber so Eis-Wüsten-Kombinationen gab es jetzt ja schon öfter in Mario-Spielen. Und hier haben die Powermonde auch eine andere Farbe, nämlich grün. Wir haben es geschafft. Unsere erste Fahrt mit der Odyssee war ein voller Erfolg. Es ist furchtbar kalt und ich dachte immer, in der Wüste wäre es heiß. Warum leuchtet es auf den Turmspitzen etwa ein Mond? Jupp, das wird wohl unser erster Auftrag sein. Damit haben wir auch unseren ersten Cappy Store da vorne. Was ich euch noch kurz zeigen wollte, das ist das falsche Menü. Das hier, da kann man auf den Listen natürlich auch nochmal kurz durchschauen. Das ist die Kapperungsliste, wie auch immer. Es scheint wohl 52 verschiedene Formen zu geben. Davon haben wir jetzt schon insgesamt 6 entdeckt. Die Nummer 3 fehlt irgendwie. Ansonsten haben wir den Stromgenerator, den Frosch, den normalen Kettenhund, den Maxi-Kettenhund, den Madame Brutes Kettenhund und den T-Rex bereits gesehen. Und Souvenirs gibt es auch noch 43, wovon wir noch gar keinen haben. Schauen wir uns hier mal ein klein wenig in der Stadt um. Was hast du denn zu sagen? Man muss wirklich sehr nah ran, um mit A zu interagieren. Das ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mir ist so kalt. Was ist hier nur passiert? Alles fror auf einmal ein. Okay, das ist also nicht Standard hier in der Wüste, dass alles einfror. Oder eingefroren ist. Okay, und hier gibt es schon mal 100 davon. Das heißt, die Welt scheint wohl etwas größer zu sein. Diese Münzen kann man nur in diesem Land ausgeben. Dadurch gehe ich davon aus, dass die Münzen eben auch im ersten Land gab, dass es dort auch noch irgendwo so ein Cap-Laden geben sollte. Aber hier ist auch schon mal der Papagei. Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß. Haha, ich kann es dir verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Wüstenflora Samen in der Ruine. Der ist hier irgendwo versteckt. Suche ihn, finde ihn. Chibri-chib. Jo. Hier ist auf jeden Fall eine Röhre. Und hier oben ist der erste Powermond dieser Welt. Ein Mond für dich. Blick über die Wüstensiedlung. Jo. Das hätten wir. Gucken wir mal in die Röhre. Da schauen wir mal ganz schön in die Röhre, was? Okay, da oben links zeigt uns wahrscheinlich die Anzahl der Monde, die wir noch finden müssen, um in die nächste Welt zu reisen. Irgendwo hier im Raum ist ein Preis versteckt. Spüre die Vibration, lass dich von ihr leiten, sie wird dich hinführen. Hier vibriert es mehr. Hier vibriert es weniger. Hier vibriert es eigentlich am meisten. Hier vibriert es am meisten. Kann mir auch einer sagen, was ich jetzt hier tun soll? Ah, Stampfattacke, alles klar. Ein Mond für dich. Gerumpel im versteckten Raum. Okay, aber hier vibriert es immer noch. So. Aber nicht so stark wie auf der anderen Seite. Trotzdem vibriert sie auch. Ach, wegen der Münze, okay. Okay, muss ich das jetzt immer merken? Also immer, wenn es irgendwo vibriert, muss ich dann Stampfattacke probieren? Das wird ganz schön anstrengend. Weil es eben auch vibriert, wenn Mario landet oder sonst irgendwas. Okay, wir haben jetzt schon mal ein paar von den Dingern hier gesammelt. 12 Stück. Ja, der Brunnen ist vereist. Kann ich den irgendwie auftauen? Bestimmt kann ich das irgendwie auftauen hier wieder. Vielleicht müssen wir dafür auch den Boss besiegen, damit sich auch hier in der Welt wieder das verändert. Ich würde jetzt aber trotzdem einfach mal, auch wenn wir noch nicht ganz so viele Münzen in dieser Welt gesammelt haben, da vorne ist aber auch noch welche, würde ich dann trotzdem gleich erstmal in den Cap-Laden da gehen. Damit wir uns anschauen können, was es denn da so gibt. Aber
Damit wir da auch wirklich was leisten können, sollte ich natürlich schon so viel wie möglich mitnehmen. Warum haben wir jetzt eigentlich dauerhaft diese Kapitänsmütze hier auf? Also eigentlich nicht geplant. So, was hast du für uns? Solltest du dich verlaufen, geh einfach in die Richtung von dem glühenden Licht, ja? Okay, ja gut. Das ist wahrscheinlich der Mond, der aktuell aktiviert ist. Okay, wir werden irgendwie dieses Eis entfernen können. Das ist jetzt schon klar. Man kann über diese Stangen vermutlich hier mitreisen. Aber ich weiß nicht genau, was uns das bringt, weil hier ist ja nichts drauf. Es ist kalt. Ihr habt hier eine Eismaschine, die jetzt wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel bringt. Schauen wir mal rein. Willkommen im Shop. Okay, links kann man mit normalen Münzen einkaufen. In dem Schrank sind deine Klamotten. Du kannst dich jederzeit umziehen. Ah. Okay. Oh, Hundi. Guten Tag. Was kann ich mit dir tun? Scheinbar nichts. Okay, gehen wir erstmal zu dem lila Typen, weil mit dem, bei dem kann man ja höchstwahrscheinlich nur weltspezifische Items kaufen. Ja, ich weiß schon. Der sind Münzen, die wir überall einsetzen können. Das sind Münzen, die wir nur in dieser Welt einsetzen können. Das wird uns schon erklärt. Sombrero, Poncho, Cowboy-Hut, Cowboy-Outfit. Wüstenland-Sticker, Miauxi-Statue und Kopfstein-Pyramiden-Modell. Was genau bringt uns das alles? Also das hier vorne sind vermutlich Outfits. Das 13. Kopfbedeckung der Brutze eben schützt die Augen von der sengenden Leuchtung. Ist einfach ein lässiges Accessoire. Sehr gutes Effekt, das ist für den Ritt in den Sonnenuntergang. Okay, wir können uns, wenn wir uns ein komplettes Outfit leisten wollen, können wir uns nur die ersten beiden leisten. Deswegen kaufe ich mir die erstmal. Wenn wir mehr von diesen lila Münzen haben, kommen wir hin zurück und kaufen uns den Rest. Aber ich möchte schon versuchen, mich für jede Welt auch mal ansprechend oder dementsprechend anzuziehen. Deshalb laufen wir hier in der ja, Wüstenwelt eben auch mal zum Sombrero Mario rum. Was gibt es hier denn noch so? Ach, ich glaube, ich kann mich sogar an die drei erinnern. Da hat er doch auch dieses Outfit hier gekauft und konnte nur, nachdem er das gekauft hatte, hier irgendwo rein, oder? War das nicht da drüben sogar? Andere Länder, andere Sitten. Zieh dich an wie wir. Mach Party wie wir. Das ist unser Motto. Fetziger Hut, check. Verrückter Poncho, check. Du bist der Party würdig, hinein mit dir, ein Freund. Okay, alles klar. Es ist auf jeden Fall sogar gelohnt, das zu kaufen. Ist mir jetzt aber tatsächlich erst aufgefallen oder wieder eingefallen, nachdem ich das Ding schon gekauft hatte. Aber wie gesagt, das hier kennt man tatsächlich schon aus der E3. Aber man sollte wirklich mit vielen Leuten sprechen, um alles mitzubekommen. Da gibt es nämlich jetzt den nächsten Power Mond. Und noch ein? Warum gab es jetzt hier zwei? Tanz mit neuen Freunden? Oder habe ich den ersten nicht eingesammelt? Habe ich jetzt hier nicht... Oder... Bin ich jetzt ganz verwirrt. Ich glaube, es gab nur den einen, weil beim anderen... Weiß ich nicht. Den sind wir zwar reingesprungen, aber hat uns irgendwie nichts gebracht. Diese seltsame Brautpaar, Bowser und Peach, ist wohl in den Ruinen rein, seitdem noch nicht zurück. Und die sind noch da. Sind die nicht im Trailer auch irgendwie gerollt? Ah, so. Das war schon mal sehr gut. Also ducken und dann die Sprungtaste drücken. Okay, wir kriegen sogar an diesen Checkpoints unser Leben wieder aufgefüllt. Das finde ich auch sehr nett. Wir haben immer noch die 6. Mit dir können wir uns also umschauen. Da oben ist oben auf den Ruinenturm. Da geht es dann wahrscheinlich irgendwie weiter. Ach du Scheiße, ist die Welt groß. Ach du Scheiße, ist die Welt groß. Will ich mich jetzt noch gar nicht zu sehr spoilern. Ich werde einfach mal gucken, was auf mich jetzt noch zukommt. Kann ich da unten rein?
Ja, der Sand, der sich nicht bewegt, auf den kann ich drauf, auf den hier vermutlich nicht. Das sagt uns dieses Schild hier wahrscheinlich auch. Okay, das heißt aber hier links dürften wir sogar runterfallen. Machen wir jetzt natürlich mal nicht. Aber dürften wir. Ich glaube, mit Joy-Con wäre es tatsächlich etwas besser zu steuern, aber das geht aktuell wie gesagt noch nicht. Ah, ja, ich erinnere mich. Da wurden, glaube ich, sogar eines der ersten Male das Capturen gezeigt. Ein bisschen auf Power-Mond. Hier ist auch einer. Kann ich das kaputt stampfen oder muss ich da mit dem Kugel wieder gegenfliegen? Vermutlich muss ich da mit dem Kugel wieder gegenfliegen. Komm mal her. Es gibt unfassbar viel zu entdecken in diesem Spiel. Es ist unfassbar viel. Für jede Kleinigkeit bekommt man Power Mond, wie man schon sieht. Da hinten ist sogar ein Cooper. Der erste im Spiel, den wir sehen, der hat sogar irgendwas, das könnte sogar ein freundlicher sein. Ich habe keinen Plan, hier gibt es unfassbar viel. Wir werden wahrscheinlich eine ganze Menge an Zeit brauchen, um hier alles zu erkunden. Und ich bin mir deswegen auch gar nicht so hundertprozentig sicher, ob dieses Spiel tatsächlich so hundertprozentig perfekt für Let's Plays geeignet sind, weil es wirklich so ein Spiel ist. Es wirkt zumindest so, dass es hier so viel zu entdecken gibt, dass man sich eventuell sogar überlegen sollte, dass man eben, ja, dass es halt eher dafür gedacht ist, dass man wirklich privat einige Stunden hier reinsteckt. Das ist fast so wie, sage ich mal, die ganzen Dinger zu suchen da in Twilight, nicht in Twilight Princess, mein Gott, in Breath of the Wild. Da die ganzen Crocs zu finden. Ist jetzt auch was, was ich persönlich nicht im Let's Play machen wollen würde, sondern eher privat. Stampfattacke, das wurde schon ein paar Mal jetzt erzählt. Vielen Dank. Haha, mach doch jetzt keinen Dreiersprung, Vollidiot. Also hier wurde damals das allererste Mal die 2D-Passagen gezeigt. Drüben können wir auch irgendwie hin. Ich weiß nur noch nicht wie, weil hier unten in den Boden dürfen wir ja nicht. Aber egal, erstmal hier rein. Wahrscheinlich können wir das so hin. Aber so können wir auch erstmal hier rüber. Für eine Münze. Hat sich jetzt nicht so gelohnt, aber vielleicht lohnt sich das hier mehr. Nö, das ist nur ein Rückweg. Na, super. Obwohl, das ist nicht nur ein Rückweg. Oh, ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, wie man das hier machen soll. Reichst du weit genug? Ich weiß, dass die nur eine bestimmte Art oder Länge halten. Aber sie reichen zumindest für diesen Mond. Kann ich in diesem Sand nicht untergehen, wenn ich die ganze Zeit am Springen bin? Oder ist irgendwann Schluss? Okay, das ist wohl eher ein Weg für runter und nicht ein Weg für hoch. Wahrscheinlich muss ich auch eher mit dem Kugelwilli hier lang, weil hier ist ja nicht ohne Grund ein Loch in der Mauer. Aber da ich noch nicht weiß, wo ich denn da hin muss, schaue ich mich auch hier erstmal wieder oben um. Ich muss doch auf gar keinen Fall da hinten dieses Loch, oder? Weil da könnte ich ja auch so reinhüpfen. Damit bräuchte ich ja den Kugelwilli nicht für. Warum kann ich mit dem da überhaupt nicht das Loch? Und wozu ist dieser Block da? Es ist so verwirrend, es gibt so viel zu entdecken und ich habe immer noch keine Ahnung, was das alles bringt. Wie gesagt, deswegen bin ich mir gar nicht so hundertprozentig sicher, ob dieses Spiel so hundertprozentig perfekt Let's Play geeignet ist. Aber eigentlich, ganz ehrlich, so ein Spiel muss ich halt auch Let's Playen. Das ist, da gibt es eigentlich keinen Drumherum. Und jetzt hätten wir das mal zuerst gemacht. Komm raus. Da. Dann schnappen wir uns den hier. Einen Mond für dich.
Und kommen wir von hier aus auch einfach wieder zurück? Natürlich nicht. Dann halt nochmal in die 2D-Passage, mein Gott. Ja, mein Ziel für den heutigen Part ist auf jeden Fall das eigentliche Ziel zu erreichen. Nämlich diesen leuchtenden Turm. Ein paar Minuten haben wir dafür ja noch. Aber wenn wir uns sie weiterhin so leicht ablenken lassen, das wird in diesem Spiel extrem, extrem häufig passieren. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, denn... Was ist davon, wenn man nicht warten kann? Das passiert dann. Wenn ich so weitermache, dann schaffen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Und wenn ich mich weiterhin so ablenken lasse, noch weniger. Aber aktuell sieht es so aus, sollten wir es zumindest bis zum Hauptziel schaffen. Weil der Turm jetzt nicht so weit weg aussieht. Okay, das nicht auch einfach so machen. Und das beschleunigt es ein klein wenig. Auch wenn nur ein klein wenig, aber immerhin. Okay, hier ist die nächste 2D-Passage. Dann mal rein da. Gesehen. Aha. Okay. Da komme ich nicht hoch genug. Aber rein theoretisch würde es so klappen. Kann ich aber auch. Hätte ich so skillmäßig machen können, hätte ich mir aber auch sparen können, indem ich einfach nochmal hier lang gehe. Wäre man ein klein bisschen schneller gewesen. Aber was soll's. Und damit haben wir das Ziel erreicht. Okay, das ging dann doch nicht so. War dann doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Locker, haben doch 10 Minuten. Oben auf dem Ruinenturm. Natürlich wird hier wieder gebohrt. Wie gesagt, ist momentan aber relativ leise. Ich denke mal, ihr solltet es nicht hören. Hoffe ich zumindest. Mondstücke im Sand. Oh, es gibt auch Mondstücke wie Silbersterne, wo man 5 Stück von sammeln musste. Aber das wirkte fast so, als wenn das da hinten irgendwie ist. Gott, gibt's hier viel. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier jemals alles schaffen soll. Clever. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so clever war, aber ich glaube schon. Dadurch kann ich auch den hier aktivieren. Dadurch kann ich hier rüber. Dadurch kann ich mir die hier holen. Da hier allerdings mehr nicht kommt, sollte ich dann schnell wieder darüber. Oh Gott, das war keine gute Idee. Oh, das war nicht gut. Oh, das war nicht gut. Hätte ich lieber einfach über die Blöcke rüberspringen sollen. Aber wir sind drüben. Und hier sollen wir jetzt diese komischen Stücke hier sammeln, ja? Mit deiner Hilfe? Sonnenbrille aufsetzen. Ah, Was passiert, wenn ich hier draufstehe und die Sonnenbrille absetze? Okay, der Weg ist immer noch da, man sieht ihn nur nicht. Das ist gut. Dank der Vögel würde man da vielleicht auch ein bisschen was sehen. Kann ich nicht springen mit dem Typen? Krieg ich dich noch oder bist du schon weg? Oh, du bleibst sogar hier, das ist nett. Wer gab's ja natürlich. Ich sehe da hinten das nächste Stück oder zumindest irgendwas. Das ist einfach eine Münze, okay. Gut, dann holen wir uns diese Münzen hier. Da ist ein P-Switch.
die gibt es auch wieder. Gott, dieses Spiel viele Elemente jetzt schon. Gut, dass man hier so einfach gerade von einer Röhre auf die andere zulaufen kann, hätte ich wahrscheinlich auch ohne Sonnenbrille irgendwie rausfinden können. Also schnappen wir uns hier auf jeden Fall erstmal das nächste Mondstück. Und hier müssen wir irgendwann irgendwie mal dieses Eis loswerden, aber ich gehe davon aus, dass das vielleicht wieder sowas sein würde, wie du musst den Endboss besiegen und dann schaltest du dafür den Dingens frei. Dafür schaltest du dafür das Eis weg. Das würde meine Theorie bestätigen, dass jede Welt sich, nachdem man den Endboss besiegt hat, nochmal erweitert oder verändert, sodass man noch weitere Dinge finden kann. Das könnte hier mit dem Eis eben relativ gut passen. So, vielen Dank für deine Hilfe. Dank dir konnte ich mir diesen wunderschönen Powerstern oder Powermond hier holen. Ich krieg das mit dem Stern immer noch nicht aus dem Kopf raus. Das hat sich so eingebrannt über die Jahre. Dadurch hat sich jetzt auch erst die Pyramide eröffnet. Also einige Sterne sind wohl für die Story tatsächlich relevant. Und einige sind Bonus. Oh, Peach und Bowser. Kopfsteinpyramide Showdown. Also da ist jetzt auch schon der Bosskampf. Kriegen wir den diesen Part noch unter? Bislang waren die Bossfights sehr, sehr simpel und überhaupt nicht anspruchsvoll. Das war unser erster Tod. Weil ich einen Long Jump machen wollte, ohne genug Anlauf zu nehmen, hat er einen Rückwärtssalto gemacht und das war noch dümmer. Weil ich jetzt nicht mehr warten konnte, kriegen wir gleich einen zweiten Tod hinterher. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Man wird allerdings für Tod nicht mehr bestraft. Es gibt keine One-Ups mehr, wie ihr seht, und man verliert einfach nur 10 Münzen. Das heißt, wir haben jetzt aktuell noch 84 Leben. Das heißt, ich kann jetzt hier noch 84 Mal versuchen abzukürzen und dadurch zu sterben. Ich hätte auch einfach die 5 Sekunden warten können und wäre dann deutlich schneller da gewesen. So geht es mir übrigens immer. Ich denke immer, okay, wenn du jetzt hier einen Longjump machst, dann kannst du einiges abkürzen und bist ein paar Sekunden schneller da, dann scheitere ich dabei und dann dauert es im Endeffekt einfach 3-5 Mal so lange, als wenn ich einfach mal kurz gewartet hätte. Oh, es gibt so viel zu entdecken. Es gibt so viel zu entdecken. Ich weiß absolut gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Das ist, wie gesagt, das ist so ein schlimmes Spiel zu Let's Playen. Ich habe tatsächlich momentan sogar die Überlegung, die ersten Parts werden jetzt auf jeden Fall normale Standard-Let's Play sein. Dadurch, dass ich momentan aber eben auch diese Probleme mit der Internetleitung habe und eben noch nicht genau weiß, wann meine Route denn endlich da ist, wegen verlängertem Wochenende und Feiertag und Co., kann es durchaus mal passieren, dass das jetzt auch ein paar Tage länger dauert als normal, weil eben am Dienstag niemand arbeitet. Das würde für mich eben bedeuten, dass ich noch länger kein Internet habe und deswegen überlege ich, wie gesagt, ich werde heute wahrscheinlich so die ersten 4-5 Parts auf jeden Fall normal aufnehmen. Und dann überlege ich, weil es das Spiel eben auch so anbietet, ob es nicht eventuell doch schlauer wäre, einfach zu sagen, okay, scheiß drauf. Ich spiele das jetzt einfach privat, nehme einfach die ganze Zeit nebenbei dauerhaft auf und kommentiere dann einfach nach, indem ich einfach die Sachen, indem wir lila Münzen oder Powersterne einsammeln, hinterher zusammenschneide. Das Problem ist, es gibt so viele lila Münzen und Powersterne, dass das eigentlich auch wiederum keinen wirklichen Sinn ergeben würde, da ich dann einfach alle 5 Minuten wieder was reinschneiden würde, weil wir wirklich, wie ihr seht, hier alle 5 Minuten und was entdecken. Das ist eben auch der Grund, was dieses Spiel meiner Meinung nach deutlich besser macht, als eben an Yooka-Laylee gemacht hat. In Yooka-Laylee waren die Level auch ziemlich, ziemlich groß, sobald man die Welten erweitert hat. Allerdings, man wurde halt nur sehr selten für Entdeckerdrang belohnt. Es gab da auch viele Collectibles, klar. Aber es war für mich eben ganz oft das Gefühl so, wow, ich habe mich jetzt bis hierhin hingekämpft und dann ist hier einfach gar nichts. Ich habe hier wirklich jede Kleinigkeit entdeckt und im Endeffekt werde ich damit belohnt, dass ich jetzt an einer Stelle stecken bleibe, wo das Spiel nicht damit rechnet, dass ich da überhaupt hinkomme. Und muss mich deswegen jetzt umbringen. Hier ist wirklich alles durchdacht und in jedem Winkel gibt es irgendwas, was uns belohnt, dass wir auch wirklich dahin gegangen sind. Das Spiel will tatsächlich, dass du wirklich jeden kleinsten Winkel hier entdeckst, weil ansonsten verpasst du irgendwelche Powersterne oder lila Münzen. Gut, hier auf der Wüste ist jetzt nicht so viel.
Aber da ich ja auch aus dem Trailer kenne, dass es hier eine Art Gefährt gibt. Und auch hier ist tatsächlich dann wieder was. Also wie gesagt, auch das hier ist nicht unnötig gewesen, hier einfach so random lang zu laufen. Aber kann ich den momentan überhaupt schon besiegen? Oh, ich habe das Gefühl, dass wir dafür eine Verwandlung bräuchten. Oder muss ich einen von den kleinen Kakteen gegen den großen werfen? Das geht mit den äußeren auf jeden Fall nicht mehr. Ich habe eher das Gefühl, dass wir eine Verwandlung bräuchten. Auch hier ist wieder was vereist. Auch hier können wir momentan nichts machen. Das ist übrigens sogar der große Powermond. Der Multimond. Ist das der Multimond oder gibt es tatsächlich mehrere Multimonde? Also wie gesagt, ich weiß ja, dass es hier eine Art Gefährt gibt, mit dem man sich schneller bewegen kann. Deswegen gibt es hier wahrscheinlich auch so größere Wüstenabschnitte, in denen fast nichts ist. Einfach damit es auch Sinn macht, mit dem Gefährt einfach mal ein bisschen durch die Gegend zu rennen. Also es ist alles schon relativ durchdacht, würde ich einfach mal behaupten. Okay, bevor wir hier zu Bowser hochgehen, sprechen wir nochmal kurz mit dir. Das Brautpaar ist dort hinein. Ich glaube, es hat es auf den legendären Ring der Einheit abgesehen. Das wissen wir bereits. Den holen wir uns später. Denn wir können diesen Part tatsächlich erneut mit einem Bossfight beenden. Vielleicht aber auch nicht, denn hier drinnen scheint es noch ein bisschen mehr zu geben. Außer nur, wir kommen direkt zum Gipfel und kämpfen gegen Bowser. Oder was auch immer, vielleicht auch wieder einen von Bowser stärken oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall haben wir gesehen, dass Bowser und Peach da oben sind. Zwei die Passage. Oh, warte, sehe ich das richtig? Ist das richtig, dass hier... Ah, wie in Mario Galaxy. Diese Schwerkraftänderung. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Das muss ich jetzt erstmal hinbekommen, dass ich mich jetzt nach oben drücken ducke. Aber klappt ja soweit. Okay, dann müssten wir jetzt doch aber schon oben sein, oder? Das ist doch die Decke dieser Pyramide gewesen, dieser umgedrehten. Ah, noch nicht ganz. Ich kann hier drin auch leider meine Cappy nicht werfen. Das macht es halt wirklich zu einem fast schon Standard-Mario, oder 2D-Mario, nur dass es eben viel, viel geiler aussieht als ein Standard-2D-Mario. Allein schon diese Glitzer- und Partikeleffekte hier überall. Da sehe ich doch wieder was. Aha. Und da kriegen wir sogar noch einen Powermond. Man sollte hier diesen 2D-Passagen immer aufpassen. Es kann auch sein, dass ich unten irgendwas übersehen habe. Ich habe jetzt auch nur darauf geachtet, weil das Level hier eigentlich vorbei war und ich mich gewundert habe, warum es danach, warum die Röhre nicht ganz am Rand steht, sondern warum es dann der Seite noch ein Stück weiter geht. Oh, wir sind tatsächlich immer noch nicht durch. Oh. Cool gemacht. Ich glaube, man hat diese Szene sogar auch schon auf D3 gesehen, nur ich erinnere mich kaum noch dran. Kommt mir jetzt, nachdem ich es gesehen habe, auch wieder ein bisschen bekannt vor, dass man hier rüber konnte. Okay, das kann man. Der ist doch nicht ohne Grund hier. Kann man doch mit Sicherheit auch irgendwie kaputt machen. Ich meine, ich brauche den Kugelwilli hier eh. Achso, hier wird dann nur wieder 6 Leben. Die haben wir, glaube ich, verloren, als wir vorhin in die Schlucht gefallen sind. Wir brauchen den Kugelwilli von hier aus ja eh, um da vorne weiterzukommen. Doch, ich glaube, das hat man auf D3 gesehen und der hat sich hier mit diesen komischen Kugelwilli-Dingern wieder richtig extrem dumm angestellt. Wenn ich mich das noch recht im Kopf habe. Ich will mal draufspringen, weil ich immer vergesse, dass wir unsere Kugelfähigkeiten hier haben. Das ist halt noch neu. Forschungsdrang, erstmal gegen alles gegenrennen. Nein, erstmal das kaputt machen, wollte ich eigentlich sagen. Aber bringt uns gar nichts. Gut. Dann jetzt aber nach oben. Ich weiß, der Part ist jetzt eigentlich vorbei. Aber wenn wir jetzt schon mal an einem Bossfight stehen, dann können wir den auch nochmal kurz mitnehmen. Ihr sucht den Ring der Einheit. Den hat sich der Chef schon gekrallt. Ihr armen Schnüffler seid aber leider nicht zu seiner Hochzeit eingeladen. Okay, du bist diesmal dran. Ja, ich meine, ich habe diesen Kampf schon mal gesehen.
Ich meine, das muss dann ja theoretisch, also es muss dann ja eigentlich schon auf der E3 gezeigt worden sein, weil sonst habe ich mich ja, wie gesagt, komplett von irgendwas ferngehalten. Ich muss wahrscheinlich die Bombe auf sie werfen. Das Problem ist, dafür darf sie ein bisschen nah an den Rand werfen, wie eben auch. Vielleicht muss ich auch warten, bis sie sowas hier tut. Und sie dann so erwischen und dann einmal drauf springen, wo sie keinen Hut hat. Na wunderbar. Oh. UFO! Oh, das sind dann letzte Spuren. Okay, mein Liebling, seh dich. Okay, kann ich die auf dich schleudern? Kann ich sogar. Okay, dann müssen wir gar nicht auf die große warten. Das hätte ich mir fast gedacht. Macht es halt jetzt nur immer schwerer, die kleinen Bomben schon auf sie drauf zu werfen, wenn die halt immer mehr vom Spielfeld nicht mehr betretbar ist. Sollen wir das irgendeine Form darstellen? Wenn ja, bist du nicht die beste Zeichnerin, meine Liebe. Oh Gott. Spring drauf! Ja, also. War jetzt wieder mal nicht so schwer. Aber wann waren das letzte Mal Bossfights in Mario richtig schwer? Selbst in Galaxy waren die halt nur dann schwer, wenn man, auch nur dann etwas schwerer, wenn man zu diesen Herausforderungen kam mit dem Bossrush mit nur einem Leben und was weiß ich. Und das war halt sogar möglich, alle oder fast alle Bosse dieses Spiels mit nur einem einzigen Leben, also ohne einen einzigen Gegentreffer durchzuspielen, war sogar für einen Stern notwendig. Also ganz so schwer wussten die Entwickler selber, sind die Bosse nicht. Und deswegen gehe ich auch mal hier davon aus, weil die sind halt storyrelevant. Ich gehe auch einfach mal grundsätzlich davon aus, dass alle storyrelevanten Sterne kaum Schwierigkeit bieten werden, damit eben auch die, wie in allen anderen Mario-Spielen oder in den meisten anderen Mario-Spielen, eben auch die Casuals und die normalen Nichtspieler die Chance haben, bis zum finalen Boss kommen zu können. Und die Secret Stars, die wirklich sehr abseits gelegenen Sterne, die werden dann vermutlich die eine oder andere Schwierigkeit offenbaren. Und im Grunde genommen geht es hier nicht darum, ein richtig möglichst schweres Spiel zu machen, sondern ein möglichst hübsches Spiel zu machen. Ein möglichst innovatives Spiel, in dem man halt möglichst viel erforschen kann und auch dazu gedrungen wird, möglichst viel zu erforschen. Diese miese Brudel hat es uns echt nicht leicht gemacht, aber wir greifen uns weiter in unsere Monde. Oh, diese Kopfsteinpyramide schwebt und es ist erheblich kälter geworden. War hier Bowser am Werk? Der Kerl bringt immer nur alles durcheinander. Okay, wir wissen jetzt also die Quelle. Wir kennen jetzt die Quelle von dieser Kälte. Und wir sehen da hinten etwas auffällig Fliegendes. All das, dadurch, dass die Wüste jetzt bei Nacht ist. Und da ist eine Note. Okay, all das werden wir uns auf jeden Fall im nächsten Part anschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß, schaut auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.